DSDS-Stars reihenweise sah man am Wochenende in Berlin unter dem Motto Music meets Media. Und einer strahlte ganz besonders. Hier freute sich Luca Henny als Gewinner des Alcatel-Fanpreises. Und das zeigt mir halt dann einfach, hey, irgendetwas gefällt den Leuten und sie wollen, dass du was gewinnst. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich freue mich, dass ich das gewonnen habe. Ich bedanke mich an alle und jetzt genieße ich den Abend heute hier. Das ist wirklich cool. Besonders bei den Mädels ist der Schweizer Superstar beliebt. Wie wohl eine Frau sein Herz erobern kann? Sympathisch und ja, ganz normal. Ich bin eigentlich ein totaler Familienmensch. Meine ganze Firma besteht aus Family. Meine Mama macht das Merchandise. Nee, wirklich. Ich meine, und ich mag auch familiäre Dinge. Und deswegen so, ja. Allerdings, Luca ist bereits in festen Händen. Also ich bin in festen Händen. Genau. Eine glückliche Liebe macht für mich einfach Vertrauen aus. Also genau auch in diesem Business, wo wir ja tätig sind, in diesem Geschäft. Du bist so viel unterwegs. Und irgendjemand ist immer zu Hause oder nicht da, wo du bist. Und deswegen, das ist schwierig zusammenzubringen und ist so eine kleine Kunst. Ich habe auch aber keine Formel dazu. Bei uns geht's jetzt. Aber das Schönste ist das Vertrauen und nach Hause zu kommen und da ist jemand. Na dann, toi 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 für die Zukunft. Luca Henny.